Wir sind heute mit i2b im Bremer Viertel und hinter uns sehen wir Hey und Nils Holger Moormann und Popo. Und all diese drei gehören zusammen, das wissen die wenigsten, und stehen für besondere Einrichtung. Und wir gehen jetzt mal rein und ja, wollen mal schauen, was uns da erwartet. So, und hier treffen wir direkt auf Lars. Moin. Moin, Alex. Lars Dierking, du bist ja der Geschäftsführer. Genau, einer von beiden. Ja, und wir kennen uns ja schon ein bisschen länger, daher duzen wir uns. Und du kannst mir als allererstes mal einen Überblick geben, weil ganz viele Menschen kennen zwar Popo und wissen hochwertige Möbel etc., aber es ist ja noch viel mehr. Ja? Genau, komm mit, ich zeig dir alles. Mhm. Sag mal, wie lange gibt es euch? Und vor allem, was ich spannend finde, ist, das ist ja hier kein normales Möbelhaus. Es ist ja alles individuell, wenn ich diesen Tisch allein schon sehe. Genau, Popo gibt es jetzt seit 44 Jahren. Mein Vater hat das gegründet damals. Und wir versuchen hier wirklich eine Collage an interessanten Möbeln zu zeigen, die man sonst so nicht woanders findet. Also wir haben manche Möbel, die stehen einmal in Deutschland hier. Mhm. Dieser Tisch, ist das auch so ein Tisch? Ist der auch nur einmalig so? Also den Tisch, wie du ihn hier siehst, den gibt es einmal. Das ist von Peter Eck, den kannst du nach deinen Wünschen bauen lassen. Das ist altes, recyceltes Holz. Und da kommt dann eine Geheimrezeptur, 7 Schichten Bootslack drauf. Mhm. Und dann ist der so, wird der so für dich gemacht. Prima, das ist richtig cool. Sag mal, Lars, ich kann mir vorstellen, die häufigste Frage, die euch gestellt wird, ist sicherlich, wie seid ihr zu diesem Namen gekommen damals, Popo? Genau, viele denken ja, Popo ist eine Abkürzung, aber Popo steht wirklich für den Po. Wir heißen ja eigentlich, oder wir heißen Popo Sitzmöbel und Stehschränke, das ist der richtige Name. Mhm. Und das hat den Grund, weil die Handelskammer damals den Namen Popo als Firmennamen nicht anerkannt hat. Und als einzelnen Namen sozusagen? Als Einzelnamen. Popo war anrüchig damals noch. Das war total anrüchig. Mhm. Und deshalb heißt es nur Popo Sitzmöbel und Stehschränke, weil wir auch viel Sitzmöbel verkaufen. Oder Stehschränke war damals auch eine Kreation. Ja. Und eigentlich der naheliegendste Name, ne? Genau. So, und passend zum Thema haben wir uns jetzt hier mal niedergelassen. Und die nächste Frage an dich, Lars, ist, für wen ist Popo eigentlich was? Was für Kunden habt ihr hier? Also bei Popo haben wir eine ganz unterschiedliche Kundenschicht oder Kundengruppe. Eigentlich sagen wir immer, wir bieten Lösungen für jeden. Bei Popo haben wir natürlich hier eine sehr klassische Auswahl an Kollektionen, viel auch natürlich viele kleine Exoten, die wir hier extra zeigen, die man nur einmal in Deutschland sieht. Die kann man sich hier angucken. Dafür werden wir geschätzt und viele Kunden finden das super, dass sie hier Sachen entdecken, die sie sonst nirgendwo sehen. Aber gleichzeitig haben wir auch eine ganz neue Zielgruppe oder Kundengruppe bei Hey. Ja, junge Leute, die gerade sich mit Design auseinandersetzen, vielleicht von der Uni kommen, die erste Wohnung einrichten wollen, die finden bei Hey eine ganz tolle Kollektion und die ist auch nicht so teuer oder so exklusiv. Es ist ein tolles Möbel für jedermann. Mhm. Das heißt, Hey nebenan ist ja eben auch die Begrüßung in Dänisch, glaube ich. Ne? Mhm. Ist dann einfach die Ergänzung, vielleicht für die auch, die das Vorurteil haben, Popo kann ich mir vielleicht nicht leisten? Absolut, da haben wir wirklich eine ganz andere Käuferschicht oder ganz andere Klientel drüben. Wie ich sagte, junge Leute und das ist eine gute Verbindung. Wir gehen aber auch von Popo mit Kunden rüber zu Hey oder auch im Projekt nutzen wir ganz viele Produkte von Hey, weil es ist wirklich eine tolle junge Kollektion, die sich toll entwickelt und das versuchen wir halt auch immer, ja, neue Kollektionen zu finden, die sich ergänzen, die ja mit der Zeit gehen, weil wir müssen uns ja auch weiterentwickeln und auch gucken, dass wir für unsere Kunden immer die bestmöglichen Lösungen finden und die wir auch hier bei Popo zeigen können, die dann der Kunde auch entdecken kann. So, das ist immer so ein Markenzeichen auch von uns. Mhm. Sehr schön. Und jetzt, Lars, sind wir hier in eurer Textilabteilung. So schaut es für mich aus. Und wahrscheinlich geht es dann auch darum, wieder ja, individuell damit was gestalten zu können, oder? Absolut. Wir planen individuell das Zimmer vom Teppich über die Gardine. Aber auch wenn, wir hatten jetzt gerade den Fall, ein besonderer alter Sessel, 75 Jahre, der sollte mit in die neue Einrichtung integriert werden. Den haben wir dann passend zu den Gardinen und Teppich mit einem neuen Bezug beziehen lassen. Der Kunde ist absolut glücklich. Das also passt alles zusammen. Der hat dann sein Traditionsstück aus der Familie sozusagen auf den, ja, den Stand gebracht, dass es passend zu den neuen Möbeln ist, zu dem gesamten Wohnzimmer und hat trotzdem ja, seine Herzensangelegenheit mit an Bord nach wie vor. Absolut. Man hat jetzt eine neue Collage, wo die alten Möbel integriert sind, aber auch gleichzeitig die neuen von uns mit der kompletten Dekoration und das ist halt, dass das Gesamtbild einfach stimmt. Toll. Bis hierhin erstmal danke, Lars. Ja, vielen Dank.
Jetzt haben wir einen riesigen Sprung gemacht, und zwar hier in den Business-Bereich. Und uns gegenüber sitzt der liebe Jörg. Und das hier ist ja tatsächlich so ein bisschen dein Arbeitsplatz, weil du hast ganz zeitgemäß hier keinen von diesen Schreibtischen für dich, sondern bist hier in deinem eigenen, ja, akustischen Bereich, wo wir uns auch gut unterhalten können. Genau, das ist so mein Arbeitsbereich, wenn ich hier bin, weil ich möchte eigentlich mittendrin sitzen. Aber ich brauche natürlich auch ein bisschen Konzentrationszeit und Konzentrationsfläche, um, ich sage, mit iPad, Laptop oder so zu arbeiten. Und das ist eigentlich hier mein Lieblingsplatz. Ich nenne ihn immer den Marktplatz, weil ich kriege, wenn ich will, alles mit. Aber ich muss nicht alles mitkriegen. Und das ist sehr angenehm, weil wir es hier akustisch ganz gut aufbereitet haben. Und die wenige Zeit, die ich hier im Laden Popo bin, nutze ich sehr häufig hier in dieser wunderschönen Alkove. Ich glaube, der eine oder andere hat das eben auch schon mal wahrgenommen hier und da, dass es solche Möglichkeiten gibt, auch in nicht so großer Fläche, aber viele Menschen unterzubringen und so, dass sie trotzdem ihrer Arbeit gut nachgehen können. Und ihr habt ja wirklich, jeder Tisch ist ja hier individuell. Das ist ja, man kann eigentlich fast sehen, das sind ja Produkte auch von euch, die ihr verkauft. Und jeder Arbeitsplatz ist sozusagen ein Praxisbeispiel. Ja, ich sage immer, eigentlich befinden wir uns hier in einem Labor. Ja, das ist das. Ich probiere es so aus, wie man heute auch arbeitet. Ich bin unterwegs, sitze hier und ziehe mich zurück. Aber ich kann auch mit Kunden hierher kommen und kann im Grunde genommen die verschiedensten Szenarien, die ihr links und rechts und oben und unten gesehen habt, mit ihm zusammen erleben, um dann für ihn das Bestmögliche gemäß Budget, Optik, Design herauszufinden. Und dazu gehören natürlich verschiedenste Schreibtische, verstellbar, nicht verstellbar. Und natürlich auch die Umgebung, ist die akustisch in Ordnung, ist die Beleuchtung in Ordnung. Und das kann man eigentlich auf relativ kleiner Fläche überall erleben und versuchen. Jörg, kommen wir hier einmal konkret zum Thema Planung. Ja, weil das ist ja auch ein Bereich, in dem du eben gerade ganz tief drin bist und der auch total wichtig ist. Und da stellt sich mir die Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt für den Kunden, sich bei euch zu melden? Tatsächlich vielleicht schon bevor ein Objekt überhaupt im Bau ist oder 6 Wochen vor Fertigstellung. Also wann macht es Sinn, darüber zu sprechen, über ja, Möbel, über Klima, Akustik, was auch immer, Licht natürlich? Also der früheste Zeitpunkt ist der beste Zeitpunkt, weil bis wir über Möbel sprechen, ist es noch ein Riesenweg. Das ist nachher das Ergebnis unseres Tuns. Am Anfang bestimmt es die Fläche. Wie können wir die Fläche ordentlich bespielen? Und wer arbeitet wie in dieser Fläche? Das sind so die Fragen, die wir stellen. Vielleicht auch manchmal Fragen, die wir stellen, die andere nicht stellen, um einfach den Bauherrn zu begleiten, um die richtige Entscheidung für eine Kubatur eines Hauses oder eines Bürogebäudes zu finden. Und erst wenn wir das haben, dann gehen wir nachher mit unseren Fachleuten, gehen wir in das Mobiliar, in das Licht, in die Accessoires, in den Boden, in die Beleuchtung, in die Decke, um ja, dann für ihn auch seinem Unternehmensgeist entsprechend etwas Wunderschönes zu finden. Aber das, da liegen Jahre dazwischen. Wow. Das heißt, möglicherweise kann das Bauvorhaben hier und da auch nochmal modifiziert werden, weil ihr gemeinsam Dinge findet, die der Kunde sich wünscht und vorstellt. Und das ist dann der richtige Zeitpunkt, logisch, ebenso früh wie möglich. Ja, ich kann ja ein Beispiel nennen, was wir in jüngster Vergangenheit hatten. Dort wurde mal geplant auf dem Bierdeckel ein Gebäude und das war auch schön und so sollte es auch gebaut werden. Während der Planungsphase, wo wir mit diesem Kunden ins Gespräch kamen, stellten wir aber fest, dass die ganzen Stützen, die dort geplant waren, für die Nutzung im Weg standen, um es mal ganz einfach zu sagen. Ganz, ganz simpel. Und dort waren andere Räumlichkeiten und andere Abläufe gefordert. Das führte dazu, dass wir diese Säulen versetzen mussten, weil der Raum es sonst nicht hergegeben hatte. Und führt natürlich dann dazu, dass der Statiker alles wieder neu berechnen musste. Der Architekt musste wieder andere Dinge hineinbringen. Wir mussten mit der TGA neu sprechen. Was ich damit sagen will, ist, es ist uns allen gemeinsam in diesem Prozess aufgefallen. Es hätte theoretisch auch laufen lassen können und wir hätten irgendwann ganz zum Schluss gemerkt, hey, aber diesen Multifunktionsraum, den können wir gar nicht so nutzen. Und deshalb, je früher, je besser. Und während einer Phase, in 1, 2, 3 Jahren, bis so ein Gebäude dann fertig ist, entstehen immer mal wieder neue Nutzungskonzepte. Und deshalb ist so ein Gebäude auch wichtig, dass es flexibel bleibt, dass wir auch während der Phase immer noch mal wieder andere Szenarien beplanen können und umsetzen können. Finde ich total gut nachvollziehbar, wenn man es zu spät bespricht und auf einmal feststellt, okay, entweder müssen wir baulich noch was ändern, führt zu Problemen, zu Mehrkosten oder eben bei dem, was ihr Tolles einrichten könnt, gestalten könnt, zu Kompromissen, die man aber eigentlich gar nicht möchte, weil man die Bedingungen anders vorfindet, als man es hätte haben können, wenn man frühzeitig drüber gesprochen hätte. Ne?
Wie ihr es ja vielleicht gesehen habt, wenn ihr durch den Laden, durch Popo gelaufen seid, wir haben einige Bilder, wir haben einige Renderings. Wir beschäftigen uns sehr frühzeitig dann damit, wenn wir wissen, wo wollen wir in etwa hin, dem Kunden es zu visualisieren. Mhm. Und auch den Mitarbeiter zu visualisieren, dass sie sich auf dieses Gebäude freuen. Und ob sie da auch so drin arbeiten können, wie wir uns das vorstellen. Und deshalb müssen wir es visualisieren, zeigen, bemustern, zu Referenzen fahren. Und da müssen wir eben, ich sag mal, die Schnittpunkte definieren, damit dann auch nachher der Elektriker, der Klempner, die gesamte TGA-Planung weiß, wo kriege ich wie viel Licht hin, wo muss ich wie viel Kühlung hinmachen, wo muss ich wie viel Wärme hinmachen. Mhm. Meist wird es in diesem Zusammenhang vergessen. Oder es kommt zu spät und dann wundert man sich, dass der Schreibtisch, das Sofa, der Stuhl an der Stelle gar nicht mehr stehen kann oder die Wand nicht mehr gesetzt werden kann. Und dafür sehen wir uns in erster Linie, dort den Kunden an die Hand zu nehmen und vor Fehlern zu bewahren. Mhm. Ein Punkt noch zum Schluss, den ich ganz bemerkenswert finde und ich glaube, der ist auch ganz wichtig für unsere Zuschauer mal zu erfahren. Wir haben ja ist üblicherweise, wenn man jetzt so Möbel kaufen möchte, mal so ganz simpel gedacht, haben wir es ganz häufig mit Verkäufern zu tun, die auch provisionsbasiert arbeiten. Ne? So, ja. Jetzt haben wir im Vorfeld drüber gesprochen und du hast mir erklärt, das ist hier überhaupt nicht so. Und ganz ehrlich, ich finde das spürbar. Spürbar und es passt auch zu eurer ganzen Philosophie, dass man merkt, es geht darum, dem Kunden das anzubieten, was für ihn wirklich das Beste ist und nicht, wo man vielleicht die höchste Marge hat, die höchste Provision oder Stückzahlen oder das alte Modell muss raus oder sowas. Ja. Das gibt's alles nicht, ja. Sondern es geht wirklich, es klingt jetzt werblich, wenn ich das so sage, aber es ist nach meinem Empfinden geht es tatsächlich um den Kunden und das finde ich bemerkenswert. Eben keine Provision, sondern Fokus auf das, was wirklich benötigt wird. So ist es. Also ich bin 30 Jahre in dieser Branche tätig und habe bis vor 4 Jahren, 5 Jahren immer auf Provision gearbeitet. Mhm. Das war für mich immer klar, erfolgsabhängig auch bezahlt zu werden. Aber ich habe gemerkt, irgendwas stört mich da auch drin. Mhm. Popo kannte ich immer schon. Popo war immer schon eine Leidenschaft, eine Liebe. Und nun kam es mal irgendwie zusammen, dass wir auch zusammenarbeiten. Und dann habe ich genau diesen Esprit gespürt. Hier gibt es keinen, der eine Provision kriegt, hier gibt es keinen Ellenbogen, sondern hier versucht jeder seiner Berufung entsprechend das Beste für den Kunden zu tun. Und das in einem Team, das ist einfach, ja, das ist ein Geschenk, das muss man ganz klar sagen. So macht es Spaß, dann auch für den Kunden Dinge zu entwickeln, Szenarien zu entwickeln, Möbel zu entwickeln, Räume zu entwickeln, woran er vielleicht im Moment noch gar nicht denkt oder 3 Monate vorher gar nicht denkt. Mhm. Aber auch wir als Planer oder als Architekten nicht dran denken, weil wir sind nicht getrieben von irgendwelchen Produkten, sondern wir sind getrieben eigentlich von dem, was wir so in der Welt aufschnappen und was wir dann den Kunden überbringen wollen. Und ja, das ist eine ganz besondere Situation bei Popo. Die macht es sehr, sehr angenehm. Für den Kunden, aber auch für die Kollegen untereinander. Mhm. Du hast es eben sehr schön gesagt, es ist tatsächlich Berufung. Man spürt, dass hier gar keine Verkäufer sitzen, sondern Menschen, die tatsächlich Innenarchitektur studiert haben etc. Und das macht es einfach völlig anders. Ja? Und ja, damit würde ich es eigentlich am liebsten sogar stehen lassen, weil das ist eigentlich ein schönes Schlusswort. Und mein Lieber, deswegen ja, danke ich dir einfach für das Gespräch. Ich danke, dass du da warst.